Da, seht ihr? Die will auch ihr an den Hals springen. Was ist hier los? Na gut, Spaß beiseite. Gut, jetzt haben wir erstmal alles wieder auf Mega Maximum gebracht. Und Level 17 ist auch ganz ordentlich, vor allem weil 7 eine Glückszahl ist. Also gut, weiter geht's. Wir brauchen das Schwert Dämonenklinge. Und ich hoffe, es ist nicht so gut, dass ich meine Axt wegschmeißen kann. Wir sind wieder mal hier. Ach, Schnauze. Beam los, Scotty. Wir müssen zur Donnerfestung. Genau. Ach ja, genau. Über den ganzen Quatsch, den ich gemacht habe, gerade mit Kaufen und Kreationieren und Schmieden, nicht verloren geht, speichern wir mal. Genau. Wenn man eins lernt in solchen Spielen, ist es bei jeder Gelegenheit zu speichern. Man kann nie wissen, nicht der Tod an der nächsten Ecke. Und hey. Ah, weiter geht's. Oh, es ist wirklich Ariel. Oh, dein Geruchssinn ist wirklich unglaublich, Gabriel. Danke. Ah ja, ihr wusstet also schon Bescheid, dass ich komme. Ja, für die etwa 4 Sekunden, die wir gebraucht haben, um vom Teleporter hierher zu kommen. Ne? Wie geht's Bruno? Ah, er ist fast fertig. Typisch. Wir haben so rumgetrödelt, er ist immer noch nicht fertig. Ah, ich bin bloß froh, dass Bruno keine Probleme mehr hatte. Ja, genau, weil Ariel ihn nicht angefasst hat. Darum ging es ihm prächtig. Hey, sag das nicht. Aber sie hat doch recht. Okay, Ariel ist angekommen, also los geht's. Was, ihr wollt schon gehen? Oh, Nina ist da. Yay. Oh. Was ist das? Ich bin nicht ein Das. Ich bin ein Mensch. Auch wenn ich nicht gerade so aussehe. Und das soll ich dir glauben? Nun beruhig dich, Tatjana. Nina sagt die Wahrheit. Und was sollte sonst sein? Ein menschenähnliches Hologramm? Ich meine, Geister gibt's nicht, das weiß ja jeder. Wie kann das sein? Sie kam gerade durch den Boden. Nun ja, ich mag helle Plätze nicht so gern, also habe ich einen Untergrundpfad genommen, der hier führt. Ich bin so eine Art Geist. Ja, es ist eine lange Geschichte. Aber die kurze Version ist, dass ihr Körper von einer Beschwörungskreatur gestohlen wurde. Und jetzt sieht sie so aus. Das waren ziemlich wenige Worte. Sei froh, sonst wären wir jetzt hier morgen noch. Naja, so ungefähr. Das ist deine Ziel. Och, bitte hört auf damit. Ich war froh, dass die X-Wing. Oh, na gut. So, macht weiter. Macht weiter. Und ich habe mich jetzt entschieden, mit dir zu kommen. Was? Weswegen? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Was? Du sagst, du kommst mit Ariel? Ich habe ihr versprochen, wir würden diese Beschwörungskreatur namens Passeur finden und Ninas Körper zurückkriegen. Also Moment, sie kommt jetzt doch mit? Hey, warum konntet ihr es nicht klarer machen, dusselige Dialogschreiber? Das erinnert mich. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass dieser mein Körper vielleicht irgendwas angestellt haben könnte. Dein Körper könnte irgendwas angestellt haben? Passeur, es gehört zu Ryogas Gruppe. Und es könnte sein, dass er gegen sie kämpfen müssen. Wirklich? Was ist so lustig, Tatjana? Oh mein Gott, sie ist übergeschnappt. Oh. Oh nee, ich habe über etwas gelacht. Das hat überhaupt nichts mit Nina zu tun. Ah, okay. Machen wir mal weiter. Wie hast du rausgefunden, uns zu finden, Nina? Och, ich bin einfach so Ariels Seele gefolgt. Hätte sie ja nicht zuerst bei uns zu Hause auftauchen müssen, wo wir eben noch vor 4 Sekunden gewesen sind? Seele? Geist? Was? Glühe? Ihr solltet nicht so überrascht sein. Das sind Menge Dinge, die Nina sehen kann, die du und ich nicht sehen können. Das ist, weil sie ist ein Geist. Und die haben magische Geistvision. Das ist eine Art sehr sanftes Licht. War sanft? Kannst du nicht sehen, wie... Oh, Augenblick. So, sorry. Musst du kurz pausieren, um nachzugucken, ob die Aufnahme noch funktioniert und nicht wieder mal irgendwas schief läuft. Aber es ist noch alles in Ordnung. Weiter geht's. Sanft? Du kannst also sehen, was für ein Jammerlappen Ariel ist? Ja, so ungefähr, ne? Du hast völlig recht. Oh nee, das stimmt nicht ganz. Danke, Gabriel. Stopp diesen Irrsinn. Ich bin froh, dass wenigstens irgendeiner zu mir hilft. Oh, Gabriel ist so nett, ist nicht wahr? Oh, wirst du eifersüchtig, Tatjana? Was? Wovon redest du? Ich war niemals eifersüchtig auf ihn. Aber du bist ein bisschen genervt, nicht wahr? Ja, ich bin auch genervt, aber da kümmert sich keiner drum. Nein, das stimmt nicht. Egal. Jetzt lass uns endlich zu Bruno gehen.
Ja, wow, ey. Die haben so viele Charaktere. Und um denen allen Dialog zu schreiben, stehen wir stundenlang herum und sabbeln mit drüber. Hey, was ist das jetzt hier eigentlich? Eine Simulation des echten Lebens oder was? Nur mit merkwürdigeren Leuten wie den Clock Knight? Brauchen wir gerade nicht. Okay, gut. Ah ja, Bruno ist endlich fertig, wir wissen's. Was sagst du? Ariel. Ja, ich weiß, meine Seele ist wunderbar. Ja. Gut, machen wir mal weiter hier. How's it going? Yep, alles funktioniert. Teleporter ist ready to go. Good work, Siride. Yep, no problemo. Gute Arbeit. Jetzt fängt er auch noch an, sich zu wiederholen. Ich glaube, an diesem Punkt muss der Dialogschreiber eingeschlafen sein oder so. Okay, dann sollten wir jetzt losgehen. Oh, yeah. Und die sind auch noch rot, ne? Wie der Kool-Aid Man. So, willst du mit uns kommen, Orin? Natürlich. Keine Ahnung, Niemand weiß, wie der Platz aussieht, wo die Dämonenklinge rumliegt. Da willst du bestimmt nicht alleine reingehen. Ich meine, was ist, wenn es da keine Luft gibt? Wenn das unter Wasser ist, in der Tiefsee und so? Tja, nun, ja, das macht mich nervös. Und wären wir dann nicht sowieso tot? Ich werde wirklich nervös, weil die einzige Person, die mich beschützt, ist Ariel. Du solltest wirklich auf mich zählen. Ich werde auch nervös. Nina, jetzt fängst du auch noch an. Aber es macht mich wirklich nervös, nicht zu wissen, wer hier, wo ihr hingeht. Okay, Bruno, wo gehen wir denn hin? Der Punktcode ist A52-283. Bitte gib mir die korrekte Antwort. Was heißt das? Aha, das Ziel ist kodiert in ein Passwortprotektionsgerät. Dings da, Schmo. Ja, genau, Copy Protection gibt's auch in der Zukunft, ey, ich meine in der Fantasy World. Du musst mit einer bestimmten Phrase antworten, oder er wird uns nichts sagen. Kodiert? Wie können wir diesen Code dekodieren? Please enter the decryption code. Oh, das klingt so kompliziert. Kumpel, du hast die Maschine repariert. Ich hätte ja verstehen können, wenn Ariel das sagt. Wir müssen ein Passwort eingeben, um den Code zu entschlüsseln. Keiner, hast du eine Ahnung, was es ist? Nein, ich weiß nicht. Was ist mit dir, Ariel? Das ist mir schnurzegal, lass uns teleportieren. Ja, genau, sie versteht überhaupt nichts. Ja, das haben wir schon gehört. Es ist unmöglich, den Code zu entschlüsseln. Ich meine, okay, wir wissen immer noch nicht, was das für ein Platz ist, also teleportiert endlich hin. Also sollten wir alle zusammen gehen. Wow, das hättet ihr auch so machen können. Nein, du solltest hier bleiben. Oh, jetzt fängt er schon wieder damit an. Hey, du willst mich schon wieder aus der Gruppe ausschließen. Ja, Mann, das klingt jetzt wirklich so. Und nicht so, als würde er sie beschützen wollen. Bruno, bitte nimm mich mit Ariel. Unmöglich. Was? Warum? Nur der Klingenfechter und die Leute, die der Klingenfechter mitnehmen will, können meine Teleportierfunktionen benutzen. Na gut. Ich denke, jetzt sollten es erstmal nur deiner und ich sein. Warum sagst du das? Ariel ist so gemein. Ja, los, Ariel, nimm die Selbstmörderin mit. Aber du sagtest, wir sind nicht sicher, was passieren könnte. Wow. Und wenn es nicht gefährlich ist, können wir dann mit dir kommen? Du bist also nicht sicher, solange du nicht da bist, nicht wahr, Ariel? Genau. Okay, Tatjana, lassen wir sie einfach mal gehen. Wie genau hätten die uns eigentlich daran hindern wollen? Schließlich kann man Leute nicht gerade fesseln, die wegteleportieren können. Okay, fein. Okay, Ariel, Dinah, wir zählen auf euch zwei. Und ich zähle darauf, dass ihr endlich aufhört mit dem Quatsch. Danke, Owen. No problemo. Ich werde mich darum kümmern. Wow. Die haben bestimmt eine Menge Arbeit sich gespart, indem sie solche Phrasen einfach immer wieder recyceln. Aber Ariel, wenn irgendwas so passiert, lass uns am besten sofort, sag uns sofort Bescheid. Klar, kein Problem. Und wenn wir sterben, dann werde ich einfach den Geist von Ariel losschicken. Wie können wir uns kontaktieren? Naja, ich habe keine Ahnung. Kein Problem, Bruno und ich können über... Ah ja, genau, weil die haben eingebaute Funkgeräte. Wow. Ich verstehe, keine Ahnung, wie das möglich sein soll. Ich weiß, Ariel, ich weiß. Na gut, jetzt können wir aber endlich anfangen, oder? Also, hauen wir jetzt ab.
Shift. Input Transshift Destination. Ja, ja, ich weiß, ist uns nicht bekannt. Bielen wir los. Ja. Die ruinierte Fabrik. Hier sind wir. Wir sind teleportiert. Hier liegt also die Dämonenklinge. Wo ist es denn? Tja, keine Ahnung. Graham nahm das Ding mit und ist irgendwo verschwunden. Ich kenne nur dieses Gebiet. Was? Wohin? Irgendwo da lang. Hey, wieso kannst du uns nicht direkt dahin nehmen? Tja, ich kann nur direkt hierher teleportieren. Abgesehen davon, seid ihr nicht Protagonisten in einem RPG? Also los, geht durch den Dungeon. Ich dachte, du wüsstest den Weg, wo das Ding liegt. Natürlich, es ist da lang. Ah, ich sehe, das reicht. Genau, die Mondklinge muss hier irgendwo sein. Suchen wir danach. Okay. Ich habe eine Nachricht von Xvede gefunden. Wollt ihr sie hören? Oh, natürlich, gern. Hallo, Ariel. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, es ist Tatjanas Stimme. Hallo. Oh, Ariel, wow, das ist so cool. Wir können uns unterhalten wie an meinem Telefon. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Habt ihr die Dämonenklinge schon gefunden? Nein, aber wir sind in einer Art großen Gebäude. Ja, schade, dass sie nicht die Untertitel lesen kann, sonst wüsste sie, wo sie ist. Ja, Fabrik. Wir wissen nicht genau, wo es ist. Was soll das heißen? Naja, gut, wir werden jetzt losgehen und es suchen. Wir sagen ja schon, wenn irgendwas passiert. Mal warte, lass mich rüberkommen. Nein, Tatjana, wir verlangsamen sie nur. Och, großer Bruder. Ihr macht das schon, Ariel und Dinah. Wenn ihr in Schwierigkeiten gerät, sagt uns einfach Bescheid. Okay, danke, Orin. Uns geht's gut. Mal keine Sorgen, wir kommen schon gleich zurück. Tatjana, tut mir leid. Ach, ihr seid alle Lügner. Ich werde mich dafür bitter rächen. Ach, Tatjana. Och Mann, ja, jetzt hört auf zu basteln. Ja, du hast gut reden, beeilt euch. Dieser überflüssige Dialog, verdammt. Connection terminated. Los. Och nee. Jetzt ist auch noch mit ihm was schiefgegangen. Was soll das, verdammt. Ja, er warnt uns, dass da Maschinen sind, die uns angreifen könnten. Und das ist die Erklärung für die Monster, die erwarten, ich weiß. Und er sagt uns, dass er nicht kämpfen kann. Wir können den Teleporter nicht benutzen, solange wir nicht in seiner Nähe sind und er kann nicht mitkommen, also müssen wir hier wieder zurücklatschen. Das hätte wahrscheinlich selbst ein Achtjähriger bereits vorher gewusst, ohne sich dieses Gequatsche durchlesen zu müssen. Und das ist verdammt praktisch. Das bedeutet, dass selbst jemand, der kein Wort Englisch versteht, kann dieses Spiel spielen. Ich muss dann eben die ganze Zeit auf die X-Taste drücken. Sorry, ich werde es wegen dem Gamepad, das ich hier verwende, die A- oder B-Taste drücken. Und zwar ganz schnell, bis das hier durchgegangen ist. Jetzt haben die hier wieder mal Relationship Issues. Ja, gut. So, gut. Nachdem sie wieder mal über ihre Beziehung gequatscht haben, können wir jetzt endlich weitermachen. Ja, hier steht irgendwas. Okay. A Record of My Dungeon Adventures Part 1. Der Maschinenkerker. Der Maschinenkerker, wie der Name sagt, impliziert scheint mit allen möglichen Maschinen angefüllt zu sein. Ich habe eine seltsame Maschine gefunden. Es ist wie ein Fließband. Ich kann nur in eine direkte, in eine Richtung gehen. Sieht so aus, als würde ich hier festhängen. Warte, da ist eine Art Schalter. Ich frage mich, was es macht. Und dann hat er den Schalter mit einem Hammer geschlagen. Und dann hat er das Fließband sich in die andere Richtung bewegt. Wow, wirklich nützlich. Ja, danke. Ja, Mann, hör auf damit. Mann, das ist sowas von falsch. In einem vernünftigen Spiel hätte ich irgendwas Interessantes gestanden über den Hintergrund der Fabrik. Und man hätte es dem Spieler überlassen, rauszufinden, dass man Schalter mit einem Hammer schlagen muss. Hier, wie diesen hier. Um Himmels Willen. Oh Gott, Mann. Ich hasse sowas. Ich habe nichts dagegen, wenn die Rätsel mal zur Abwechslung einfach sind. Was ich richtig hasse, ist, wenn sie einfach sind und einem die Lösung gleichzeitig präsentiert wird. Was soll denn das? Ist das ein RPG für Fünfjährige oder was? Na, was soll's. Ich hoffe, die Monster tauchen hier mal auf, damit ich mich abreagieren kann. Ach, danke. Okay, gut. Hier kriegt man eine super Axt zu spüren hier. Ja, ey. Neuer Dungeon, neues Glück. Und meine Waffen sind durch meine Experimente so stark, dass ich unbesiegbar bin. Yeah. Bin ich nicht gut, oder was? Ja, ich weiß. Ich schummle. Ariel ist diejenige, die die Arbeit macht. Okay. Hier muss ich nicht mal irgendeinen Schalter betätigen. Du. Hier brauche ich keinen Schalter. Gut, das war schon mal was.
Hier bohren. Welcome to Fabrikikton. Naja, wenigstens sieht das anders aus als die ewig gleichen Höhlen und Wälder. Ein Techno-Dungeon in diesem verrückten RPG. Naja, wenn sie sich verwandelt, sieht sie aus wie die Tochter von Mega Man. Also macht das auf der Querart von Sinn. Also los, hau das Ding da endlich zu Brei. Auch wenn ich abhauen will. Wir haben noch eine Menge zu tun. Denn hier irgendwo wartet hier Dämonenklingen-Man auf uns und wir müssen ihn besiegen, um seine Waffe, Dämonenklinge, zu erhalten. Und damit können wir dann den mächtigen Gouda-Man besiegen. Und damit erhalten wir den Gouda-Versiegler. Und damit... ich höre ja schon auf. Oh, das ist schon mal eine größere Herausforderung, oder? Naja, gut. Oh, ouch, die können mich tatsächlich wehtun. Jetzt bin ich froh, dass ich mir die Zeit genommen hätte. Ha! Ja, komische Maschinchen. Was sind das? Schweineroboter? Ja, egal, jetzt unser Altmetall. Ha, zurück auf den Schrottplatz mit euch. Okay. Was hier? Gut, hier ist ein Loch. Da gehen wir hier. Kerker 2. Okay. Oh, neuer Roboter. Wow, der ist aber stark. Autsch. Wow. Nur ein Fünftel Schaden. Ich muss wirklich aufpassen, wenn er das macht. Okay, das war dumm. Okay, dann kann ich wenigstens meine Magie mal an ihn ausprobieren. So, das ist ein neuer Zauber. Splash. Wow, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn mit einem Schlag umgebracht. Oh, naja. Erfahrungspunkte gibt es wenigstens dafür. Okay, gut. RPG 101. Wir rennen zurück, wo die leichteren Monster sind. Und gucken uns da lieber mal alles an. Bevor wir dazu gezwungen sind, tiefer reinzugehen. So sind wir auch näher an dem Teleporter hier. Ja. Das ist eine Dissonanz. Ein Stockwerk tiefer. Und wir haben... Oh, das war nur einer. Ein Stockwerk tiefer. Und wir haben Battle Mechs, die direkt aus Battletech rüberspaziert sind. Und ein Stockwerk höher. Und wir haben kleine Krabbelroboter. Na gut. Vielleicht war hier die Spielzeugdivision oder so. Ach komm. Die begehen doch sowieso Selbstmord hier. Die haben mich bisher nicht mal angegriffen. Wahrscheinlich sowas wie Putzroboter oder so, Roombas. Okay, dadurch, dass wir das umgedreht haben, sind wir jetzt hier. Und Schatztruhen, yay, das hat sich doch gelohnt. Drill, wir können noch einen Bohrer machen. Toll. Und Leihe Lichtmetall. Okay, damit können wir also wieder mal irgendwas machen. Okay, jetzt habe ich meine Super-Axt hier. Dann kann ich ja versuchen, demnächst mal ein Lichtschwert zu machen. Einfach nur, weil ich es kann. Andererseits, die Viecher hier sind ein bisschen gefährlich in ihren fernreichweiten Angriffen. Vielleicht sollte ich stattdessen mal den Speer aufpowern. Ich habe ja noch diesen. Ich kann den einen Speer hier auseinandernehmen, den ich da vermurkst habe. Ja, lass mal gucken, wo es hier lang geht. Oh, ach so. Okay, gut. Machen wir das doch mal gleich. Ich lasse mich hier erstmal zurücktransportieren. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem Zurückbeamen hier funktioniert. Weil ich will verdammt sein, wenn ich mir mit diesem roten Koloss da unten ständig in den Nahkampf gehe, wenn die mir 3 Zillionen Trefferpunkte mit jedem Schlag abziehen. Ha. So. Jetzt hat sich einfach nur umgedreht oder so. Naja, hier war eine Sackgasse. Hey, Kumpelus. Yep, hier können wir uns zurückbeamen. Und das machen wir jetzt. Und dann werde ich meine neue Waffe bauen, ein paar alte Waffen reparieren, mich ausruhen und wieder hierher teleportieren. Und dann machen wir weiter.